Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind jetzt bei Restaurant Tycoon und wir machen hier weiter, ne, zusammen mit Jonas und Miss Pikus. Gerade schon Ja. angesprochen, weil ich hier langgelaufen bin und jetzt eigentlich nur sehe, ich habe den. Gut, dass Jonas jetzt gerade bei mir ist, anstatt halt an seinem Laptop. Achso, ihr nehmt schon wieder auf. Ja, ist schon die nächste Folge. Wer Möchtest du den schneidet? Zuschauern irgendwas von meiner Perspektive aus sagen? Weil die voll den Unterschied hören. Ja, wahrscheinlich Ja, nicht, aber. ich frage halt extra, nehmen wir jetzt gleich nochmal auf oder so, und statt irgendwie dann Ja zu sagen. Okay, dann bis gleich, wenn ich wieder an meinem Rechner bin. Jo. Komm zu mir. Auch gut. So. Okay, wir haben jetzt hier unsere Bäume nochmal gebaut. Und können noch ein bisschen Geld einsammeln. So. Geld einsammeln ist immer gut. So, da Ach, da ist er ja wieder. wieder gemütlich hinlegen. Ich glaube, ich richte mir das zu Hause auch so ein, dass ich immer im Liegen aufnehme. Okay, ich schaue mal bei meiner Freundin vorbei, weil sie meinte, sie hat da ein bisschen was verändert bei sich. Gucken wir mal. Oh, bei dir warten gerade Leute auf dem Tisch. Aber gut, ist schon weg. Okay, du hast dir neue Kleidung für die Leute gekauft. Das ist schon mal sehr interessant, weil das könnten wir eventuell auch noch machen. Ja, die sehen Ansonsten gut hast du aus, jetzt ne? eine rote Einrichtung hier, wie ich sehe. Ist auch nicht schlecht. Ja, und ich habe das alles neu umgebaut. Was hast du für eine Art von Restaurant? Ja, auch halt Fast Food Ding. Okay, also auch Burger und sowas. Okay, cool. Der, nee, in Rot geht's auf jeden Fall auch klar. Also das hätte ich nicht so gedacht, sage ich mal, aber es ist eigentlich echt ganz gut. Sieht schön aus. Meins ist halt so ein bisschen heller gestaltet. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob ich die Bäume nicht in einer anderen Farbe machen sollte. Ich weiß nicht, ob das geht. Nein, kannst du nicht. Man kann wahrscheinlich nur den Topf unten ändern, Ich glaube nicht mal den ne? Ja, kannst du. okay. Doch, den kannst du ändern. Ich weiß nicht, es gibt dorthin noch eine Möglichkeit, irgendwas hinzustellen. Da können wir zum Beispiel so eine Cube Lamp hinstellen. Können wir in so einer Farbe hinbauen. So. Nikos? Sehr schön. Ja. Ich habe gerade den größten Fan gefunden. Oh Gott. Den dann an die Wand gehängt. Wieso? Hast du gerade einen Ventilator Ich an hab die gerade Wand einen. gehängt oder was? War mir den Witz wert. Achso, okay. Workers Outfits, okay. Gibt es da irgendwas, was auf Burgerkette hindeutet? Ja. Oh Gott, ich muss niesen. Die Office kurz Und dann musste ich kosten. husten. Schatz. Schatz. Ja. Die Outfits kosten Diamant. Was kosten Autos? Die Outfits Achso. kosten Diamant. Diamanten, achso, okay. Ich check immer noch nicht, wie man sein Entertainment hochbekommt. Okay, die haben wir jetzt gerade. Ich finde halt eben, diese Kittel sehen gar nicht mal so schlimm aus für eine Fastfood-Kette. Das ist halt das Schlimme. Die passen eigentlich voll gut in so eine Ja, guck mal. Fastfood-Szene Guck mal meine an, die passen da auch. rein. Ja, du bist halt mehr so ein richtiges Restaurant. Meins ist halt mehr so eine Fastfood-Kette. Und die Köche haben auch was an. Also was Also ich anderes. würde es hoffen, dass Ja, sie das was will ich auch hoffen, anhaben. ja, genau. Hier. Nicht, dass sie erstmal eine Wurst zubereiten und dann später merken, oh, da fehlt ja inzwischen was. War ja die falsche Wurst. Und die hier hat das Ja. hier an. Ja, okay. Wie viel kostet das denn überhaupt? Was? So die Klamotten, meine ich. Acht Diamanten. Wollen wir mal schauen. Hörst du mir zu? Acht Diamanten, 15 Diamanten. Und das, was ich geholt habe, kostet. Ja, 18 oder so, glaube ich. Ach so, da muss man das tauschen, hier die Klamotten. Ich glaube, das hier hole ich für meine Leute. Aber ich weiß noch nicht. Ich habe das jetzt mal für den einen. Und wenn du es einmal gekauft hast, kannst du es für die anderen auch. Ach so. Das ist nicht schlecht. Wollen wir mal kurz testen. So. American Chef Cup. So, den habe ich jetzt hier. Zack. Dann habe ich hier noch zwei American Chefkochs. Da kann ich hier auch mal kurz. Ach, da.
klein. Habe ich jetzt den gemacht? Ich weiß nicht. Jetzt den da drunter. Jetzt habe ich auf jeden Fall alle damit. Sehr gut. Ey. Was? Naja, ich wurde gerade zurückgestoßen hier. So. Sehr gut, jetzt müssten eigentlich meine ganzen Köche hier... Nee, genau, jetzt haben die so andere Outfits an. Na gut. Okay, die Köche sind jetzt schon mal anders... anders gekleidet. Wollen wir mal schauen, was können wir bei den Baristern für ein Outfit geben? Das sind ja so die Getränkemenschen. Ja, so Kaffee und so mal. Ja. Ich habe dieses Orangene. Ja, das Orange passt halt auch recht gut, muss ich zugeben. Ja, dann machst du einfach. Ja. Ich glaube, für meine Kellner mache ich dann später das Business-Outfit. Oder nee, ich mache Waste Coast für meine Barista, aber ich muss halt eben noch warten, bis ich... Oder ich mache das... Ja, ich weiß nicht. Entweder das Orange oder Waste Coast. Oder nee, da mache ich das mit dem Red Scarf hier. Das passt eigentlich ganz gut. Dann mach eben nicht das, Zack. Was ich habe. Dann passt das. Das ist zwar eigentlich, glaube ich, für die... Für die... Wie heißt das? Für die Pizzabäcker gedacht, aber ich nehme das jetzt mal hier für meine Barista. So, sehr gut. Ein bisschen Geld wieder einsammeln hier. Zack, und da hinten noch. Und da auch. Ja, noch irgendwo ein bisschen Geld zum Einsammeln? Nee, gerade nicht. Wieso haben wir gerade eigentlich nur eine Wertung von 4,3? Das finde ich voll kacke. Da ärgere ich mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Also Jonas hat bei sich Musik an, meinte er, ne? Boah. Ja, ich kann es aber kurz ausmachen, wenn du... Nee, ich weiß nicht, was das bringt. Mal wie voll es ist. Ja, wieso? Ist halt echt voll. Bei mir ist nicht so voll. Wenn du... Und hier draußen gibt's erst... jetzt inzwischen ein Update hier von dem Spiel. So, ich habe jetzt alle Musik ausgemacht. Wenn du mal vorbeischauen willst, dann... Ah, oh, das gibt halt immer noch keine Updates. Alter, haben wir viele Sachen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Musik nicht besonders unterhalten. Ja, okay, die sagen halt alle was Positives zu meinem Restaurant. Also von daher kann es daran nicht liegen. Aber es muss doch mal irgendwie machbar sein, dass mehr Leute hierher kommen. Also mein Restaurant ist halt echt nicht klein. Hätte ich jetzt noch so behauptet. Also bei meiner Freundin ist ziemlich Full House, ey. Ey, das geht voll ab hier gerade. Boah. Da passen die Sprechblasen schon gar nicht mehr in mein Restaurant, schau. Ja. Gut, man kann dort den Boden und alles ändern, das brauchen wir jetzt nicht. Robux kostet so ein scheiß Jeep, wenn du den haben willst. Um dann damit hier im Kreis zu fahren und nichts machen zu können. Sehr gut. Also ich habe jetzt hier nicht umsonst die Musik. Cool, man kann hier eine Safari machen. Ich mache das jetzt einfach mal zu Fuß. Und soll alle drei verschiedenen Tiere finden. Da hinten sehe ich doch schon ein paar Tiere. Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber wir können es einfach mal machen. Dauert halt ein bisschen, bis sie da sind. Naja.
Wie macht man das, wenn das Restaurant halt leer ist die ganze Zeit? Also was muss man dann verbessern? Wahrscheinlich halt so Deko und Chef leveln und so weiter. Ja, das weiß ich auch nicht. Mach ich die Musiker wieder an, wenn du mich nicht. Frag einfach mich, bei mir ist alles voll. Ja, bei ihr geht das halt irgendwie ab, bei mir nicht. Dabei habe ich halt eigentlich recht viele Sterne und eine ganz gute Bewertung. Also keine Ahnung, was das jetzt den Unterschied macht. Man kann nicht ernsthaft diesen Knopf von dem Aufhängen die Farbe verändern. Vielleicht schon. Ja, das ist wichtig. Sie meint, da wird bei dem Open-Schild kann man die Farbe von dem Nagel verändern. Mehr Ja, nicht. voll sinnlos. Du hast auch so viele Nägel in verschiedenen Farben normalerweise. Ja. Natürlich. Ja, genau, Ich kommt hätte hier halt erstmal wieder gern eine ein Reisegruppe rein. Restaurant in der Größe vom IKEA eigentlich. Ich finde es halt schade, dass ich so ziemlich am Ende des Spiels angekommen bin. Nee, du Glaube ich kannst es immer wieder zumindest. verbessern. Bei mir laufen gerade die Kellner mal wieder außen ums Restaurant drumherum. Ich sollte mal einen neuen. Oh wow, ich habe die ersten Tiere gefunden. Bei meiner Safari. Welche Safari? Ja, schön, ich habe das Tier halt jetzt gefunden, okay. Aber man kann das nicht anklicken, um zu bestätigen, dass man es gefunden hat, dass es nicht mal irgendwie ein Extra gibt Boah, oder so. hier ist sau voll. Voll Es der passen halt Beschiss, nicht ey. mal mehr Leute rein. So, jetzt schon. Ja, ansonsten schick sie einfach zu mir. Ich habe noch ein paar Tische für zwei Leute besonders. Und die nächste Reisegruppe. Also meint ihr, ich müsste mehr für große Gruppen machen? Keine Ich Ahnung, weiß es nicht. ich habe einen Platz, wo 6 Leute hinpassen. Ja, das ist bei mir auch das Größte. Ich habe Ja, dann drei reicht Plätze, wo es. 8 Leute hinpassen und die sind fast immer voll, beziehungsweise Leute dran, aber Aber es ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass es nicht so sonderlich wirtschaftlich hier ist, oder? Ich meine, so viele Leute wie hier direkt nebeneinander ihren Restaurant bauen. ja, es gibt Gegenden, wo es halt so ist. Ja, aber es gibt halt nicht mehr als diese scheiß Restaurants, die wir da haben. Also ich habe hier hinten noch die Elefanten gefunden, aber ansonsten habe ich noch nicht. Ich habe das dritte Tier noch nicht gefunden. Hey, was machst du denn da? Ich war gerade auf Safari ein bisschen. Was für Safari? Ja, Tiere anschauen. Das ist das, wofür man sich hier den Kack-Jeep kaufen kann. Für echtes Geld. Mal ein bisschen Geld einsammeln. Laufen bei dir im Restaurant auch immer die Waiter auf dem Tisch rum um. Nee. Ich laufe hier halt rum, um besseren Überblick zu haben. Ich stehe einfach auf dem Tisch. Dann. Aber ich gehe mal zum IKEA rein und schau mal, ob ich noch irgendwas finde, was ich gern kaufen möchte. Jetzt hier irgendwie was. Wir kaufen mal eine Amerika-Flagge. Das habe ich auch. Wo gibt es hier die Bars, weißt du? Oben. Ciao. Schatz. Also ein Fernseher ist Entertainment, ne? Guck mal. Ich habe jetzt noch ein Restaurant of the Month Schild gekauft. Weißt du, so Cheating-mäßig. Guck mal. Ja. Ja. Dann kaufe ich mir mal noch einen Fernseher für draußen. Ich habe jetzt so ein bisschen Geld, weil mein Restaurant so voll war. Oh, Okay. ja. Warum kosten alle 100?
Lol. Warum sagt mir das davor keiner? Was? Computerspiele einmal. Und ein Fidget Spinner Eimer, das muss sein. Was, diese Spieldinge? Ja. Ja, die kannst du hinstellen. Ja, und dann kommen mehr Familien mit ihren Kindern dahin. Dann ist es laut in dem Restaurant. Ja, dann sind da mehr Kinder. Oh, guck mal. Ja, die haben eine Katze dabei. Wow. So. Jetzt gibt's bald Happy Meals. Will ich bloß wissen, wo ich die scheiß Eimer hinstellen soll. Wo soll ich jetzt die Kack-Eimer hinstellen? Hallo? Was denn? Ich hab grad keinen Platz mehr für die scheiß Eimer. Ja, kann ich auch nichts machen. Joggen deine Nachbarn eigentlich gerne? Was machen die? Joggen. Joggen? Ja. Weiß ich nicht, warum. Das sollte ich da hinten noch hinstellen. Man sieht ja wahnsinnig viel davon. Ah, Amerika-Flagge. So. Ah, toll, da kann ich die nicht rankleben. Jetzt ist mein Rating gedroppt. Was soll der Scheiß? So, eigentlich wollte ich hier draußen noch einen Fernseher hinmachen, aber das geht ja gar nicht, weil man hier an die Wände das nicht ranhängen kann. Das ist ja voll kacke. Wo soll ich denn jetzt hier noch einen Fernseher hinmachen? Hier oder was? Ja, dort noch einen Fernseher hin. So. Machen wir die Spielzeugeimer hier hinter. So. Da ist eh kaum einer. Finish. Geld einsammeln. Geld einsammeln. Oh, da kommen Leute mit ihrem Kind. Geil, Mann. Die haben zwei Kinder dabei. Jetzt wird richtig fett Hammy mir jetzt gekauft. Die schmeißen Spaghetti rum, oder? Die schmeißen Spaghetti rum. Was Kinder halt zu tun. Way, Patsch. Ja, Leute, ihr braucht jetzt nicht nur zwei Getränke bestellen, weil das Problem ist, dann gibt's, was ihr müsst, schon Happy Meal kaufen, sonst kriegt ihr kein Geschenk. Das sind doch eh nur wegen den Computerspielen da. Vielleicht. So. Sehr gut. Nehmen wir das wieder. Ich guck mal noch durchs Ikea, ob wir dort irgendwas noch haben, was halt irgendwie das verbessert, dass Leute irgendwie herkommen. So, japanische Lampe. Mach mir doch nicht nach. Nee, ich will keine japanische Lampe, was soll ich denn damit? Nein, aber die Ballons. Ja, die will ich auch nicht haben. Ich will nur Sachen, die mir Geld bringen. Kann man diese Toy-Dinger, also dieses Spielzeug, auf den Tisch stellen? Weiß ich nicht. Hast du es auf den Tisch gestellt? Nö. High Quality, Best Quality. Okay, da habe ich schon mal die besten Sachen. Okay, wir müssen schauen, ob es hier noch irgendwelche Sachen gibt, die unser Zeug hier verbessern. Das ist wichtig. So.
Soundanlagen haben wir ja bei uns. Wieso redet ihr jetzt eigentlich nicht mehr? Voll konzentriert auf das Spiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Warum? Ja, weil ich jetzt das größere Ding gekauft habe und jetzt erstmal alles um. Okay, die Orte müssen erreichbar sein. Da kann man das halt auch optimieren, weil wenn die halt so erstmal einen riesigen Umweg laufen, um zur Bar zu kommen, dann dauert das natürlich auch so seine Zeit. Ja. Ich guck gerade, ob es hier irgendwelche Sachen noch gibt, die irgendwie was verbessern. Ich glaube nicht. Okay, das geht alles nicht. Die Scheiß-Statuen gehen auch nicht. Den können wir, glaube ich, nicht mehr machen, ne? Können nur noch versuchen, das uns unser Grundstück nochmal zu vergrößern. Aber ansonsten war es das dann schon. Uiuiui. Also ich finde das Spiel halt eigentlich echt cool, aber jetzt bin ich langsam am Ende halt eben angelangt und das gefällt mir nicht. Ja gut, ne? Jonas, wie siehst du das? Ja, ich habe noch Potenzial für Möglichkeiten, aber bin jetzt auch gerade nicht so super motiviert. Von daher würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen. Also wir sehen uns in 2 Minuten, aber ich meine, die Zuschauer sehen uns morgen. Morgen, ja, weil wir wahrscheinlich nicht mit Facecam aufnehmen. Was ich damit sagen will, ist die Aufnahme vorbei. Ist zu Ende. Also Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, dass noch eine kommen wird, aber ich glaube, da werden wir nicht mehr so viel machen. Wir werden ein bisschen Geld einsammeln und dann mal schauen, dass wir unser Restaurant nochmal eins vergrößert bekommen. Aber ob irgendwie dann nochmal groß eine Veränderung da ist, weiß ich nicht. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Tschüss.